Hallo, mein Name ist Martin Siebel und ich freue mich, dass Sie uns begleiten beim Spiel zwischen Tunesien und Sierra Leone. Das Publikum freut sich schon seit Tagen auf das Spiel, die Presseberichte waren wirklich erschöpfend. Und nun gehen wir live in das Stadion zu Wolf-Dieter Poschmann und Werner Hansch. Danke, Martin. Beide Trainer haben mir vor dem Spiel gesagt, sie rechnen mit einem furiosen Auftakt. Was meinst du denn, Werner? Ja, Wolf, ich glaube, wir werden hier zahlreiche Angriffe sehen und auch viele Tore und bestimmt viele gute Szenen vorm Tor. Tunesien stößt also an. Bereit zum ersten Mal auszuwechseln. Der Ball ist im Aus. Einwurf. Conte. Bukadida. Gut geköpft. Gutes Spiel. Zahane. Sehr schön. Jetzt hat er ihn ausgespielt. Er ist für sein Team sehr, sehr wichtig. Ein brillanter Abschluss hier. Und hier die Wiederholung des Vorfalls. Der Spielstand 1:0. Mira. Also die Sonne bereitet den Torhütern doch einige Schwierigkeiten. Eine kurze Pause. Der Ball ist fürs Erste aus dem Gefahrenbereich. Sehr gut gespielt, den Ball einfach abgenommen. Ball aus, Einwurf. Schönes Spiel jetzt. Möglichkeit, das Spiel neu aufzubauen. Einwurf. Wirklich abgeklärt. Cool gemacht. Bukadida. Gut geklärt. Gut gespielt. Gut abgebaut. Das ist kein Problem für diesen Torwart. Aus der Entfernung nicht, Wolf. Es muss schon was Besonderes sein von da aus. Sehr schöner Pass. Der Schuss bereitet dem Torhüter keine größeren Probleme. Oh ja. Hussein. Lässt seine Bewacht vorbei am Keeper und sicher verwandelt. Und hier nochmal ein Blick drauf. Ja, perfekt gespielt. Der Torhüter hat gar keine Chance. Die Mannschaften also ausgeglichen. 1:1 der Spielstand.
Schön gemacht. Ausgesprochen nervenstark. Oh, er hat den Ball ganz gut getroffen. Abstoß ausgeführt. Schön geköpft. Conte. Er hat, sagen wir es mal so, Schwein gehabt, überhaupt noch dabei sein zu dürfen. Der vorzeitige Gang in die Kabine ist ihm noch einmal erspart geblieben. Also bei ihm sieht das immer nach Leichtigkeit aus. Völlig verfehlt diese Attacke. Oh, das sah bei ihm leicht und locker aus. Wirklich eine Bereicherung seiner Mannschaft. Und er zeigt es hier. Adra. Guter Pass. Gut geköpft. Und wir sind in der letzten Minute der ersten Halbzeit hier. Silke. Conte. Am Tor vorbei. Eine Chance hier vertan. Diesen Vorfall nochmal an. Echtes Spiel der Verteidigung. Man hätte ihn doch decken müssen. Jetzt steht es 2-1. Quadra. Enrique Kisa. Saubere Attacke. Sehr gut. Und mit 2-1 gehen die Spieler in die Halbzeitpause. Ich sage Ihnen eines, es gibt bestimmt harte Worte. Also bei ihm sieht das immer nach Leichtigkeit aus. Den fängt der Keeper ohne große Mühe. Gut dazwischen gegangen. Das ist kein Problem für diesen Torwart. Ausgesprochen nervenstark. Hüchiger. Es sieht so aus, als wollte er ihn in Stücke reißen. Den Trainer hält es nicht mehr auf der Bank. Sein Team gleicht aus. Und ist alles andere als geschlagen. Die Mannschaften also wieder ausgeglichen. 2-2. Sonderlich strecken. Husaine. Badra. Gut organisiert die Abwehr. Silke. Conte.
Da ist er zu spät gekommen für ein Tackling. Und der Ball geht über die Torauslinie, das heißt Abstoß vom Tor. Selimi. Zahbani. Überragendes Stellungsspiel vom Torhüter, also das macht ihm so schnell keiner nach. Gute Torwartleistung hier, verhindert ein Tor und hat deshalb auch allen Grund zu lachen, Wolf. Oh, ein bisschen arm sah das schon aus. Also, das kündigte sich irgendwie schon früh an. Conte. Ja, und dieses Tor werden Sie wohl nie vergessen. Und hier nochmal ein Blick drauf. Also ich hoffe, Sie genießen dieses Spiel ebenso auch zu Hause. Es steht 3-2. Wirklich abgeklärt. Cool gemacht. Schiedsrichter zeigt an, dass ein Spieler sich im Abseits befindet. Na, der Assi hat einen besseren Blick als wir und ich glaube, er hat hier recht. Gute Abwehrarbeit. Eine der einfachsten Aufgaben für diesen Torwart. Bravo, das war wirklich eine gute Entscheidung des Schiedsrichters. Ziemlich hektisch das Ganze im Augenblick. Vielleicht kehrt mit dem Freistoß jetzt wieder etwas mehr Ruhe ein. Guter Pass. Der Ball ist unter Kontrolle. Den nimmt er. Sauber geklärt. Also bei ihm sieht das immer nach Leichtigkeit aus. Pech gehabt, ein bisschen zu früh gestartet. Abseits. Jetzt also wird die Zeit nachgespielt, die der Schiedsrichter für Verletzungen gerechnet hat. Benrekissa, abseits gepfiffen. Das klappt sehr, sehr gut da von der Abwehr hinten. Ich stimme zu, ganz klar abseits. Der Schuss bereitet dem Torhüter keine größeren Probleme. Das würde ich mir gern nochmal in der Wiederholung ansehen. Der Schiedsrichter jedenfalls zeigt Abseits. Naja, er gibt Abseits, aber ich bin mir da nicht so sicher. Guter Pass. Der Torwart schaut seelenruhig zu, wie der Ball ins Aus geht. Abschlag bis weit in die gegnerische Hälfte. Sierra Leone siegt mit 3-2 nach 90 überaus spannenden und unterhaltsamen Minuten. Sierra Leone gewinnt das Spiel. Die Akteure werfen die Arme hoch und die feiern, die könnten die ganze Nacht weitergehen.